Punkt, dass den Sie mal vorstellen, wer das macht, de quoi demain sera fait. Muss ich nochmal auch ein bisschen eine Recul historik, weil für die Sache richtig anzutaxieren. Und kann ich so, dass von dem Anfang von der Menschheit bis zur 1900, also von der Antiquität, Griechenland immer bis 1900, als nicht so viel geschieht wie zwischen 1900 und heute. Also die letzten 100 Jahre mit dem großen Bouleversement macht sich vorrecht an die Bouleversement, die gehen nach Riecht führen. Die Krise, die wir nur leben, als bringen an sich nur ein anderer Genre von Krise, wie die wir so gesehen haben. Und ich meine, dass sie nach vier Jahren dauert, und ich meine auch nicht, dass die Welt die nämlich das wie vier drin ist. Meine Ansicht nur, ich kann mich irren, aber meine Ansicht nur, als der Business as usual, als nicht mehr gehen, wenn ich die Krise, du wirst sich attenuiert, aber wir sind dann in einer anderen Gesellschaft, und die andere Gesellschaft sind wahrscheinlich Probleme ziemlich ähnlich da, wie heute. An die Gesellschaft von heute, am Sonnenschritt von mehr, die wird Proprietäten, die nennen sich nur mal des Inédits. Das sind Proprietäten, die noch nie auf der Welt da waren und die als Ancestren auch nicht kannten. Ich finde, Inédits, nun ist da sieben abgezählt, das heißt aber nicht, dass es mit sieben ging, mehr sieben sind sie schon wichtig. Da geht also mal mit Sinn zu so viel wie noch nie. Dann wird das Bewusstsein nur mal, nur Bewusstsein, dass denn der Planet sich wirklich immer mehr schnell füllt. Für das Modell zu stellen, ist, weiß nicht, halt die Grafik von der Zeit von der Menschheit, 6 Milliarden, ich hätte noch ein bisschen 7 Milliarden dabei setzen, die Zeitungen, ne? Und hier das nicht einfach ein dicker Strich mit der Zeit von den Menschen, die ihr gesehen, an der Steinzeit, an der Bronzezeit, Kofferzeit, Eisenzeit, Trägerzeit. Ne? Menschen sind immer konstant, als immer am Jahr eben, das ist ein bisschen aufgeschnitten. Ich weiß nicht, wie jeder kennt, wie man es hat. Heiers Jahr eben, und du gesagt eben, dass am Jahr eben, weil sozusagen, da waren ungefähr 150 Millionen Leute, Chinesen von dem uns nachgerechnet. Ja. Und da tut sich auch weiter nicht viel geändert. Wie gesagt, dass von der Wiesn Renaissance kommt, also Frau Charles Quint und so weiter, heißen ein paar Zacken, das sind Pächten, die dann die Bevölkerung oder Menge 20% aufgesetzt haben. Und dann reicht ungefähr am 18. Jahrhundert, gesagt, wie Menschen an der Zölle, also mitten in den Strich vom Dorf, und ne, das wirklich. Zwölf von den Menschen, wie sie am Blut rennt, bis nur auf 7 Milliarden. Der heutige Punkt, dass zwölf von den Menschen, die Zeitgenossen, den 100 Jahre alt werden, die hat auch geboren. Der Tisch der Menschen, die 100 Jahre alt werden, das fährt zum Moment von seiner Geburt, hat Menschen durch Teil. Ja? Und dann gesagt, die hat den 100-jährigen für ein Akquassement von der Menschheit, die überhaupt moderiert wird, nämlich jeder ungefähr von 2 Milliarden und 7 Milliarden. Das ist noch nie gegeben. Ein anderes Phänomen als dem, wenn ich so viel zu wenig habe, dann halb so viel überhaupt sehen. Ja, das war ungefähr zu Kennedys, Khrushchevs Zeiten. Da waren halb so viele Menschen auf der Welt. Können auch viele Leute sich an diese erinnern, dass das Karl Christ, Mitte von Karl Christ Zeit, haben wir nicht zu halten. An der Lohn, von den Statistiken von der UNO guckt, kommen nach ungefähr 2 bis 3 Milliarden dabei. Und dass das ein abstraktes Schiff, wenn man nicht als Schiff guckt, wenn man sich dann überlegt, dass 3 Milliarden ungefähr die Äquivalenz von 2 China, die nachbei kommen. Man guckt, was für einen Impact schon in China wird. Ich sage nicht, dass das halt der Chinesen sind, aber die nicht zu so viel kann man nicht so ein Äquivalent von Chinesen, ne? Von China. Da gesagt, in ungefähr, wenn das alles kann, man sich bedeuten. Das ist schon der richtige Energie, wenn ich noch nach darüber nachdenke, dass das alles ist eine Infrastruktur und so weiter. Ich komme noch nach darüber zurück. Im zweiten Energie, als wie setzt sich die Menschheit zusammen? Da sind wir ein bisschen am Thema für die Energie. Das kann ich ungefähr so andehlen, dass früher als es nicht mehr ein Agrarmensch bin. Und du, wie Kohle noch kommt, dass du aus den Kohlemensch bin.
Ich zögert das natürlich, geht noch immer der Grau-Menschen, der Kur-Menschen. Darüber sitzt sich dann sozusagen ein Petrolsmenschen. Und darüber ein Gasmenschen, ein Erdgasmenschen. Ja, das ist eine Metapher, an der ich schwätze. Ne? Das ist nicht, dass die Nähe von der Agrikultur und die Nähe von Erdgas lebt. So kann ich noch ein bisschen erklären, ob was Infrastruktur, energetische Infrastruktur von der Menschen ist. Die sich lo, kann ich sich vorstellen, dass ein bisschen feier, was nicht ganz wichtig ist. Wieso kann ich sich die selbes vorstellen? Mehr die fossile Energie in den Appartementen der Menschen, die als Cause und Effekt. Die zweite Linie, die als Aufrede von der Natalität. Das ist ein total neues Phänomen. Wenn ich denke, allein zur Zeit von der Französischen Revolution gefangen da wird Natalität immer die, die sind nach schon von 100.000 Jahren, wird nämlich ganz niedrig, weil das am Schaden schätze für Natalität nicht. Ne? Das Natalität, mir brüht weniger Mortalität. Und du gesagt, ich schäme, die Idee immer niedrig wäre, nur durch Progress in der Medizin, als Natalität an Blutgeschoss, und das an den 7. Jahren, wird sich ihre Maximum auf der Welt erreicht von 2,3% pro Jahr. Das wären dann, sind alle Jahre 8 Millionen Menschen beikommen, und das wäre dann äquivalent, dass alle Jahre in Deutschland beikommt. Das. Dann wird Natalität aufgeholt, und wir sind nur am Bergen, wir sind durch den blauen Strich, also den blauen Pfeil, als da sind wir noch drin. Und das merkt ihr ganz gut an den Ländern, wo die Delegation zuhört. Schon just nur als Beispiel Nordafrika. Weil Nordafrika, also 2 bis 3 Kanner-Familien trägt. Von 30 Jahren war nach 6, 7 Kanner-Familien. So geht es weiter auf mit der Education, das hängt auch auf mit der Natalität. Und Natalität sind, wie gesagt, 2050, das sind Daten, wie Menschen tun und prognostizieren möchten. Und da sind wir rund an der Gegend von dem, wie es wird. Und dafür tun wir uns, dass wir im Jahr 2050 immer mehr lieber sind, als Menschen tun und nicht mehr zuhört. Die dritte Linie, die, das ist die Agrikultur, weil wir nicht so viele Menschen denken, denken wir als alle, ich doch von die aus der Stadt und meistens vergessen, ich meine, es steht doch nicht die Basis der Stadt, wenn die jetzt vergessen, dann sind wir aber als Basis aus der Agrikultur. Und da haben wir ein Phänomen, den wir noch nie hatten, das ist der Rendement pro Hektar. Der Rendement pro Hektar wird gigantischen Ausmaßen zugeholt, und zwar durch zwei Phänomene, das ist das Revolution Verte, die eigentlich ihre Namen falsch gut hat, wird das eigentlich das Revolution brünn, weil der Petrol aus Bohren. Und die Revolution ist zum größten Teil zwar auch Genetik, das sei jetzt eine bessere Pflanze, aber auch eine Mechanisation von der Agrikultur. Und dadurch bringt den Pferdisch 7 Milliarden Menschen zu ernähren. Und die Hungersnöten, die wir holen, das sind zum größten Teil politisch induziert Hungersnöten. Plus eine Naturkatastrophe natürlich immer dabei. Und hier will ich dann noch ein Land sprechen für die Agrochemie. Der wichtigste Prozess, den Menschen tut, das ist der Prozess, den nicht nach seiner Charakteristik bildet, das keiner kennt. Das ist der Prozess Haber-Bosch. Dann habt ihr übrigens 2 Nobelpreise. Fächer gegen Haber und Bosch, die den Prozess erfunden, wie ihn aus dem Stickstoff von der Luft Ammondünger herstellt. Und der Stickstoff von der Luft plus Hydrogen aus dem Wasser wird Ammoniak an den NH3, der steht da oben im Titel, und daraus kann man auch die Ammoniak-Derivate für die Düngerindustrie machen, aber man will nicht, den Ammoniak hat nicht natürlich viel, oder so gut wie nicht natürlich, und dann, das dann, wie soll ich sagen, hat immer das, mit dem man Menschen kennenlernen. Wenn wir bei gesunden als Landwirt sich so spezialisiert wird auf den Haber-Bosch-Prozess aus Saudi-Arabien, und das viel reden los schon nach Peak Petrolier 4, das sind dann die Monopolfreie von der Welternährung, ne? Das ist immer ein interessanter Gedankengang. Die Feierlinie, die als den Risk vom Deklin von der Biodiversität. Biodiversität als ein Konzept, den nie für Drogen ist, weil Biodiversität als ich bin, wie das Wasser am Meer, wie die Luft an der Atmosphäre. Und da sind wir auf einmal so weit, dass wir die Natur so vermöbelt tun, dass wir ein Konzept tun müssen, kreieren, nämlich die Biodiversität beschreibt. Und du gesagt, in Balance, gesagt, schlecht aus für Biodiversität.
Münchte Spezies direkt Balance auf hier seid und die drinnen Leute sind ja noch Spezies, von denen da viel kein nur nicht mehr in einem Zoo leben, sondern in einem Reservat. Und mit trotzdem, was das der Mensch ist eigentlich zum Fünden Tieren. Weil ohne Tiere könnte man nicht leben. Ja. Dafür hast du mein Schema durch, wir bestehen aus Delfinen, aus Schildkröten, aus Katzen, aus Kei, aus Gesen und so weiter. Und das muss ich wirklich bewusst sein. Ohne Tiere können wir nicht leben. Das wissen sie vielleicht zu Manhattan nicht immer, weil sie dann nicht mehr reinsmuggeln wollen. Voilà, und dann in anderen Inedit, den Nummer 5, der das den, das los seit ein paar Jahren über die Hauptschicht von der Menschheit an den Stift lebt. Und das bringt extraordinäre Changemente, macht sich nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Masse von der Sozietät, die los den Exotrural, der andere geht. Ein Exotrural ist schon lange Phänomen. Mais, wenn ich los, Französische Revolutionszeit gucken, als Anfang von der modernen Zeit, du vielleicht 10% von den Menschen an der Stadt gelebt. Ne? Und er hat 90% auf dem Land. Und die er hat 90% vom Land, die haben just fertig gebracht, für die 2% an der Stadt von ihrem Surplus zu ernähren. So ist es ausgesehen. Da war kein Rätsel davon, dass er von der Stadt, von dem Land an der Stadt zu lassen. Oder ein paar Romanfiguren von Balzac oder so. Wir sind immer quantitativ denken, da sind von die Sachen, da bin ich immer assistiert. In ungefähr 200.000 Menschen pro Tag anstimmt. Ja? Auf der ganzen Welt. Und das heißt, dass ungefähr, wie das Stadt dazu geschaut, wie als Vergleich, wir wissen, wie viel, 120.000, 130.000 Leute aus Nord der Grande. Also müssen die für die Leute, die von dem Rural an Stadt sehen, müssen den all der in Stadt Lützburg bauen. Und da stellst du auch eine interessante Frage, was heißt das, all der in Stadt in Lützburg zu bauen? Wie viele Gebäude sind da überhaupt, die da pro Tag müssen gebaut werden, durch die Leute wohnen und durch die Leute schaffen gehen? Du hättest dann auf den Kadaster telefoniert, dann größte Panik ausgelöst, dass ich im Kadaster gefunden habe, wie viele Häuser stehen an der Stadt Lützburg. Das ist mir gedacht. Ich da gewohnt vor, wir werden dann. Ich habe ja den Steuerverwaltung gefroren. Ne? En fin de compte, haben sie mir nicht gesagt, weil sie nicht wussten. Wenn sie gesagt haben, muss man eine Tüte starten. Und ich habe gesagt, nein, ich will keine Tüte starten. Das ist nur nach 3 Jahren am Gang. Und dann kostet er mir jetzt 250.000 Euro. Ne? Und dann ist es einfach geschadet. Ne? Das geht viel mehr schnell. Ich schätze, dass dann ungefähr 20.000 Gebäude an der Stadt stehen. Und da schätze ich, dass ungefähr an der Moyenne Gebäude 500 Tonnen weit. Und da weiß ich, dass die Stadt nicht so gut weit. Das ist eine interessante Frage. Und da kriege ich nämlich, wie viele Tonnen Beton, und wie viele Tonnen Betonreis und wie viele Tonnen Glas brauche ich für 200.000 Leute pro Tag zu bringen. Und da kann ich auch gleichzeitig ausrechnen, wie viel CO2-Material ich dafür da. Aber wenn man die Zölle guckt, fällt auch direkt. Das haben wir Spuren mehrere Plastik zu tun, ein Kaktus. Weil man dort die Grandeuren nicht am Kaktus. Ja? Das ist das Problem. Nächste Linie, die 6. Und mein zweitletzte Linie, die ist, wenn ich in der Französischen Revolutionszeit zurück, du wären dann auch gleich arm. Die haben ein bisschen mehr arm, die haben ein bisschen mehr arm, mehr auf so einem Grafik, wie den dort, waren sie auch gleich arm. Und du, wenn ich noch hier in die Länder holen, die Lohner immer arm sind, Kongo, Äthiopien, Burundi, ich schaue just die von meinem Grafik, da gibt es das zwar ein bisschen mehr arm gesehen, wie das Scheier so viel mehr groß abgegangen. Also du bist ja dann die üblich, die drei usual suspects vom Reichtum, das von Norwegen, Schweiz und Lützburg, ne? Und dadurch ja, als etwas entstanden, weil das für drüben nicht ging, also da in der Weltgeschichte, nämlich der Cleavage am größten Stil, sind immer ein paar reicher gewesen, 1% vielleicht. Ja. Wie Noblesse auf Frankreich, wenn sie von der Französischen Revolution geschwärmt haben, oder auch an anderen Ländern, aus China, weil es dort eine Noblesse gibt, Mandarin und so weiter. Mit der Zeit so ein verschwindender Teil von der Menschheit, von der Population, dass das hat irritiert, aber wenn er unter sich geguckt hat, dann hat er gesehen, dass genauso war. Ja, das hat die anderen noch nicht gesehen. Ja. Aber die Cleavage ist noch gekommen. Und
dat als dem den opfällt und den seht ihr da eigentlich. Ne? Und du ist es effektiv nicht richtig schwer, heute geht man den Flieger. Aber das ist ein neues Phänomen, das ist nicht ein neues Phänomen. Und dann als letzten, als siebten Idee, das ist Motorisation und Mobilität. Der Mensch ist zwar essentiellement stabil. Wir können nur so sehen, aber am 2. und am 5. Jahrhundert sind Völkerwanderungen gehen, mit etwa natürlich gemütliche Wanderungen, mit den Feiern, mit der ganzen Pietät, das wäre Löswanderungen, das ist nicht, was ich mit der Haut verstehe. Und, wir haben nur ungefähr 1 Milliard motorisierte Vehikel, ja, die gibt es auf der Welt. Dann darum denke ich, als Perspektiv ist zurück, wenn ich halt mal halb so viel motorisierte Vehikel auf der Welt unter dieser Grafik guckt, dann meint man einfach so, das wäre zum Beispiel aus der Zeit von der Berliner Mauerfall. Mit Mauergefall als wären auf der Welt nur halb so viel Auto wie Loh. Nee, dat gilt nog niet voor Lützburg, want Lützburg is wel schon vrij motorisiert, maar wenn man den Planet guckt. En dan sieht man, wie het weitergeht, z.B. im Jahr 2035 sind wir da schon noch 1,5 Milliarden, op im Jahr 2050, und dünner rechnen, sind wir dann op 2 Milliarden. Op 2 Milliarden per rapport zu 10 Milliarden Menschen. Die rapport als in der letzten Zeit immer ziemlich konstant blieben. Das ist, wenn Mensch gebläht wird, die Motor auch gebläht, weil die Arme auch zugeholt haben, die können sich kein Auto kaufen. Voilà, das wäre meine Idee, und kann ich, wie gesagt, weiterführen, ich will nicht die ganzen Oven dafür, aber das ist schon, seriös, nicht? Und das sind die, die Leben von mehr determinieren. Wenn ich schaue mal gucken, an Termen der Energie, was tut dann die ganzen, all die Energien, an den Progress und so weiter, an die Motorisation, was tut das dann kosten? In der neuen Grafik sieht man, wie die Konsumation energetik über die letzten 250 Jahre zugeholt wird. Ich habe noch keine bis Französisch auf dem Zimmer, weil ich so schon so oft davon geschwärmt habe, hätte ich auch keine Wahl. Was eigentlich nicht geschieht, bis bald 1890. Ne? Das besser geschieht, weil es sind zum Beispiel schon Dampfschiffe, die verleist Vorfahren, die früh 1900 nach so arm wie Kirchenmeister sind, ausgewandert, bei Hungers. In Emigration, die sind ja auch schon mal Dampfschiffe befuhrt. Aber ein Individu hat keine Energie, weil er konsumiert. Es werden Beisegründen an Schiffen, dafür geht die Kurzreitlösung ab. Und dann seit 1910 das Chain de Montage, vom Ford an Amerika gebaut. Und die Amerikaner angefangen, Autos zu bauen, auch für den Privé. Und du so gesagt, die wie gegen Kurzreitlösung. Und dann war es dann de Kohl, de Ölig, Naturgas, de Nuclear, Wasserenergie, Biomasse, und der Patient, die winzig, die gesagt haben, die sind zu klein. Voilà. Und so gesagt, wie, dass der ganze Progress sozial wird Energie kostet. Wir sind nicht ganz nur bei kontroversen sozialen Überlegungen, weil da könnte ich ja so, ich meine, die Konklusion nicht, durch den Petrol aus dem Progress Sozial gekommen. Das war eine falsche Schlussfolgerung. Mit dem Umkehrschluss ist es richtig, dass irgendwie der Petrol kein Punkt wäre. Ja. Das ist nicht das nämlich, was ich sowieso denke. Ne? Weil zum Beispiel, wenn es dann in Sinne keine Gewerkschaft gäbe, wäre natürlich kein Progress, oder hat man nur noch kein Progress Sozial trotz dem Petrol. Ne? Aber das ist Progress Sozial, und die basiert aber largement mit Petrol, die Zusage geht zusammen. Aber wie gesagt, die ganzen Dinge nur den Preis. Kann ich noch nach ein bisschen wie Kontestatär zu sehen, fragen, zum Beispiel, wie hängt das Freirecht mit dem Petrol zusammen? Das ist ein interessantes Sujet, ja? Das, so kann ich mir das auch machen. Ne? Mit Sinn hängt man Sicherheit dort zusammen, weil irgendwie der Petrol gilt kein Chemie, und in Chemie kein Medikamente, und irgendwie Medikamente sieht man nicht immer gut. Pendant von der größeren Energiekonsumation ist natürlich das, was Hannen zum Ausbewerbsfeld oder zu Uhren zum Kamein, und das ist ein CO2. Ein CO2, das lädt direkt hin an die Klimawandelproblematik, die ich noch nicht retiere, aber ich weiß nicht, aber das ganz interessant, das sei sozusagen die Ikone vom Klimawandel. Und das ist die Kurve sozusagen, die ihn als
normaal gebildete mens moet kennen, die heeft healing curve. En die wijst wie de CO2 zugeholt. Over die laatste 50, 60 jaar. Die Keeling was een ganz goede chemica die nu de nieuwe apparaat vond, infraroodspectrometer. En dat was de eerste nieuwe spectrometer met die we konden CO2 uitmossen. En de Keeling is ook nog even gelost, maar ik kan de CO2 also niet meer van een fabriek mossen, en ik kan nog niet op een parking mossen, dat lukt hier. Dat was je nog geen durchmischung. Wo is die beste durchmischung van de atmosfeer van de wereld? En die hebben zich gedurchmischung. Wo is dat grootste meer? Auf de Pazifik. En wo is een plaats voor wenn die über den ganzen Pazifik kommen und sich gut mischen, und das ist Hawaii. Und wo gehe ich auch zu Hawaii? Ich habe den höchsten Platz. Und du hast dann auf dem Mount Mauna Loa Vulkan geklommen, den hast du getan. Und seitdem getoben, auf oben, auf anderen Plätzen, wird ein CO2 gemusst. Und so gesagt, wie ein CO2 zuhört, über die von 1950, das für die Schmissen war, bis heute. Voilà. Und das wichtig ist, dass die Blutkurve das Moyenne. Und ihr seht, wie die Moyenne klemmt und sogar ein bisschen akzeleriert, das ist dann ein Cadeau von China. Sie geht aber auch, eigentlich geht es am Zickzack herab. Das ist auch ganz interessant, dass das eben die Vegetation am Sommer wiest und am Winter fällt. Am Sommer, das heißt, den Heier so ein Zack gewesen. Seitdem am Januar aus nicht ganz viel Last und da fängt die Vegetation nun nicht mehr, zum Beispiel bei uns fängt sie nun, wie soll ich mal so, hi, also immer nicht mehr. Du fängt dann nun die Vegetation sich zu formieren und dann zählt sie für sich abzubauen, zählt sie den CO2 aus der Atmosphäre. Und da geht weltweit, geht ein CO2 aus der anderen Atmosphäre, geht hoch. Und dann wird natürlich Oktober auch erfahren, Blätter. Blätter allein im Boden, dann fängt man so zu faulen, an faulen Blatt emittiert CO2. Also ein Baum als ein Engin, den CO2 absorbiert und emittiert. Und der Baum seinen adulten Arsch erreicht wird, absorbiert den en net kein CO2 mehr, dann absorbiert so viel, wie sie Blätter das Hello emittiert. Das ist die Kurve, die hochgeht, dafür geht die Kurve zackig hoch. Wir sollten hin, wo wir los sind. Und der Teilen, noch ein bisschen Ruf, das wäre der natürliche Zustand ungefähr auf, weiß ich nicht, Unitäten, ich gehe nur an den Teil, ungefähr auf 300, wäre Natur immer am Equilibrium. Und da sind wir bei 400 Unitäten, das sind 30% mehr. Und das ist das, was eng von der direkten Kurse vom Klimawandel. Ne? Und die Kurve da passt der Reflex von unseren Emissionen, von unserer Konsumation von Petrol, Kok und Erdgas an einem Ruf der Deforestation. Aber bon, das ist ein anderes Sujet. Na ja, so ein, könnt ihr auch so, aber ich schätze hier so viel von Performance, von Effizienz energetik, da könnt ihr auch so ein Major von der Energiekonsumation auf der Erde hochgeht und die Effizienz dazu, da muss ja den CO2-Emissionen hochfahren. Das geht ihnen aber nicht. Wir sind nicht, wenn man geht davor, was ich gemerkt in 1965, da sieht er, die Blutkurve aus, wie die Energiekonsumation hochgeht. Und du seid in der Dekouplage mit dem CO2. Und CO2 ist nicht so schnell an Blut gegangen, wie die Energiekonsumation gegangen ist. Dass viel besser Motoren kommt, stützt man auch von Umwelt gespart, mehr, dass die Ölindustrie zum Beispiel besser Motoren gemacht, besser Flieger, besser Schöpfer. Ne? Und dafür aus dem Dekouplage kommt. Wir leider wird das 1995, der Römer bis Jahr 2000, wird den Dekouplage abgehalten und dann die Energiekonsumation an CO2 in einem Gepär. Das ist leider so. Und das könnt eben du hier von unten von der Welt, nicht mehr Europäer und Amerikaner, denke ich, dafür können die sicher sein, dass die Dekouplage gegen weitergehen. Wir werden auch nach einer großen Nation, die für sie nicht zu nennen, da reinkommt, sind die nicht auf den Grab verlücken, ne, als die Dekouplage flöten gehen. Lützeburg. Wir sind mit unserer Konsumation. Wenn eine Konsumation als Totalkonsumation zusammenzählt, enthält den Petrol plus den Gas,
de mer qui a assez stade, hein, plus d'électricité entre les dates zoomen, dans un champion mondial. C'est un autre Länder, wie die Katar, zum Beispiel, die verbraucht pro Kopf nach Milgas, die noch Länder, die verbrauchen Kleininseln oder Karibik, die immer pro Kopf auch nach Milchpetrol. Aber das sind sie allen drei, dass wir so Champion sind, das ist quelque chose. Ne? Also kann ich so, das ist ja vielleicht so nicht den Durchschnitt Litzebäuer en Kurs, das ist auch richtig. Ne? Für die drei Phänomene gibt es natürlich eine Erklärung. Der Petrol, den heutigen Tank, geht auch so hochgerechnet, wenn man nicht konsumiert an internationalen Trafiken, konsumiert den Gas, den verbraucht man nicht auf ihr Eis, hat Trinerk exportiert, hauptsächlich zu dem elektrisch, den sie aus dem Gas machen, die dann logisch länger an die Elektrizität, hat man halt verbrauchen, also nicht nur mit den nächsten Bürgern, mit das auch viel mehr mit drei Elektrostromwerke holen. Und das bei einem kleinen Land spielt das eine Rolle. In Frankreich gegen drei Elektrostromwerke keine Rolle spielen. Ne? CCD tut also überall eine Erklärung, aber wenn man dann die Phänomen wechselt, wenn man beim Petrol den Auslandstrafik, das alles studiert, das alles bestens bekannt, wechselt, dass immer an Europa nicht mehr so fünfmal mehr Konsumateur, aber wir sind aber noch 25% mehr Konsumateur, weil wir aber die Zylinder drehen, nur noch die Mikrofunningen und so weiter. Die Gaskonsumation, also nämlich beim Twinner geräuselt, sind wir aber noch immer für Europa immer noch ein bisschen leicht. Ne? Aber in Elektrizität, wenn man ein bisschen Zuschluss von Elektrizität, dann geht auch noch immer. Ne? Das ist, gerade wenn wir die Sachen rechtzeitig nur erklärt haben, als nicht mehr so schrecklich, ne? Wie die Schiffe gut sind, mit das noch immer seriös. Und dafür, da kann man vielleicht nicht mehr denken erlebt. Ich fange noch ein bisschen wie quantitativ aus. Wenn man in Lützburg guckt, dann haben wir mit all den Ursachen dran, haben wir 21 Tonnen pro Kopf CO2-Emissionen. Und die Moyenne von Europa ist ungefähr 7 Tonnen pro Kopf. Das heißt, Lützburg wird pro Kopf 300% mehr wie die Moyenne von Europa. Da können wir ja so und dann probieren wir das aufzusetzen. Da muss ich ja mal vorstellen, was das gegen Hähnchen. Ne? Wollen wir Leute, die gegen 10 gravierende Mesuren holen. Da müsst alle Mesuren als Konsumation ungefähr 30% aufsetzen. Dass wir die 300% Last gehen. Dass wir immer Moyenne schätzen und nicht. Nicht für ein Musterland zu gehen, sondern für ein Moyenne europäisches Land zu gehen. Ne? Da ging zum Beispiel Lächeln, so, ich habe von Lohai für Plastiksachen, da ging zum Beispiel Lächeln, Samstag sonst überhaupt kein Trafik mehr, kein Auto mehr, außer Ambulanzen und Pompier. Ne? So Sachen ging das Hächeln, oder es ging Hächeln, dass Stuhlbürger müssten 3 Tage an der Woche zugesagt gehen. Ne? Da kann man sich vorstellen, was das um soziales Niveau ging, man sich zählen. Und dafür bin ich eigentlich, wir sind an so einer Situation gekommen als kleines Land, dass ich eigentlich keine Solution will, außer dass ich gegen so ein, das Einzige, das wir können, wirklich valorisieren als Argument, dass das Kleinheit von unserem Territorium. Wenn ich nur gegen Higo und ich ging, wisst ihr, wie man in einer Kuchenform so Sachen ausstechen kann aus dem Deutsch. Ne? Ich ging nur mit einer Kuchenform Lützburg machen, und da ging ich an Europa, da immer so einzelne Gegenden ausstechen gehen. Ne? Wenn ich nur ging, Klatsch Rotterdam wollen, dann ich ging so Lützburger Land rundherum, oder Lyon, ne? Ich ging da rundherum 2500 Quadratkilometer holen, dann hätten die wahrscheinlich auch Konsumationen, die heiß sind. Ne? Oder wir müssen so, wir rechnen als die Summe mit der Berg. Oder irgend so etwas, und da probieren wir hochzukommen. Wir können nicht an so einem kleinen Land einfach so ein 300% will. Wenn wir 300% an der Energie hochgehen und Emissionen, da geht das nicht mehr. Oder wir sind dann da, wo als Vierfahrer wären, der Tisch, wir sind dann zu mit einer Population von 120.000, wir wären zu 120.000 für die Migration in Amerika gegangen sind. Ne?
Dat is ongeveer dat wat als een akkerwoord kan van die slechte rest leert, ongeveer ook geen auto en wordt, ook praktisch geen muziek wordt, dat kan niet zo evalueren. Also dat zie ik geen kleinigheid van die Indische. Wo je toch nog merkt, dat is de zogenaamde footprint, dat hört het Ministerie van Development Durable, dat het internet gezegd, dat is voor het moment leider niet accessibel, dat wordt frisch gemerkt, nog een tijdje over het uitgepresst. Dat is een ander erderwijs voor de situatie van Lützeburg te rechnen. Daar wordt gerechend, wollen de ganze planeet, en we kijken hoeveel hectare er op zijn die agrairmäßig ugebouwd kunnen gaan. En dan divideren we dat door die 7 miljarden, dan kijken we hoeveel hectare komt op de kap. Dat zijn 2,5 hectare. Ja. Also 2,5 hectare van ordentliche agrairbodem stehen alle einzelnen Erdbürger zur Verfügung. Ja, das, ja. Dan kijken we, dan is er verloor, daarvoor kan ik leren, een familie voor vier leid kan leren van een hectare. Aber auch nicht mehr leben. Und so nicht lohnt sich ein Auto. Und dann geht die Rechnung von den Hektaren, und die wird dann folgenderweise gemerkt, den Auto führt 20.000 Kilometer pro Jahr, wie viel Raps, wie viel Hektar Raps muss ich dann umpflanzen, für dass ich den Auto so kann benutzen. Und so kommen die Hektaren zusammen. Oder ich will ein Äquivalent von Plastik, getaucht zu der Bioplastik. Da rechne ich aus, wie viel Hektar ich spreche, für all die Stecker, die Plastikstähler, die schon an die Wäsche gehen, wie viel Hektar muss ich tun. Und da können wir auf die Situation, dass Lützeburg 11 Hektar, der Lützeburger wird dann 11 Hektar pro Kap werden. Wie, dass da nur 2,5 Hektar gibt, an einer gerechten Welt, wo alle Menschen reden, was meint mich das, ne, ist nicht, dass einer Leid manner wie 2 Hektar noch zur Verfügung holen, weil wir den Planeten so überbeanspruchen, von der Lübe Lützeburg wäre das nicht so schlimm. Mit den anderen Ländern sind auch über ganz viele westliche Länder sind auch über 2,5 Hektar über dem Programm. Ne? Und dadurch sind andere Länder unter 2,5 Hektar Programm. Und das ist natürlich dann ein größtes Problem für Gerechtigkeit. Das ist nicht das Sujet von meinen Dingen, aber ich muss ihn aber so, und das passt einfach an das Ganze von den Energien. Den Global Footprint und den globalen Hektaren wäre ein ganz Konferenzwert. Dafür haben wir noch gesagt, wie viele uns umdenken, dann muss ich ihn richtig umdenken. Und das ist das Beste, was ich regrettiert habe, dass in der letzten Zeit nicht gemerkt hat, dass es gibt. Ein Sürgerol für irgendein Blatt oder irgendein Lobbying mischt oder geht das gemacht und da wird ein Foto gemacht und in der Zeitung und da wird die Impression vermittelt, dass man auf ein gutes Stück weiterkommt. Das ist nicht der Fall. Nur für schätzen Sie nur für Piste-Reflexion, das ist die Piste-Reflexion, die eben an dem Domain von der Energie wichtig sind, dass sie die Sachen nicht vergisst. Den, dass man etwas ganz Einfaches, soll ich nicht mehr quantitativ denken. Wenn ich nicht quantitativ denkt und sich nicht durch einen exerziert, dann vergisst man die Kleinigkeiten und Größigkeiten. Da riskiert man die Kleinigkeiten durchzusetzen und vergisst man, dass es Größigkeiten gibt. Sonst müsste ich das ausdrücken. So, du mal einfach nicht mehr. Wenn die einen Franzosen, da sind 6 Franzosen nach Mali umkommen und da kriegen sie Legion d'honneur, weil ich in der Guerre vergonnen, sie haben den Krieg nicht gewirkt, sie haben sogar den größten Aufwand gemacht. Gleichzeitig kommen aber auf Frankreich 10 Menschen pro Tag am Trafik. Ne? Und in Deutschland 15. Da geht kein Politiker hin. Das sind der zu viel banal wirklich. Ne? Und das ist das, was mich so steuert an dem nicht quantitativen Denken. Die armen Zaldoten, da sind da dann nur 6 und ich hoffe, dass keine dabei kommen. Mit die einer 10, die pro Tag auf Frankreich statistisch und Leben kommen, die da dann 3.000 bis 4.000 gehen nach Frankreich und in Deutschland 4.000 bis 5.000, etc. an all den anderen Ländern in Europa, wo man zu schwätzen, von denen schwätzt kein, weil kein quantitativ denkt. Ne? Das war ich schön. Oder ein anderes Sujet, den Arnemann mich für eine Sekunde aufbringt, vom Hauptsujet, das noch nicht quantitativ durchgeht, das an dem Finanzsektor. Ne? Den 20.000 bis 30.000 Banken auf der Welt und tun sich da ungefähr 50 bis 100 wie Kriminelle verhalten, ne? Und Leute beschädigt, ne? Die an der Krise gehören.
Nee, dat was dan met de 19.500 aandelen. Dat zijn normaal mensen, normale banken die er prijs maken. En of je het even met kwantitatieve überlegingen helft, dan kan het met baat uitschutten om die richting te maken. Dat is zo een, te veel, dat spreekt zo eng op 1000 banken, dat is iets crimineel. Maar ook nog een eng. Dat is ook een nefroloog op 1000, dat is crimineel of verkeerd, geen besmieren erover. Dat was even zo. Dus je het niet dat het met de mannen van Wiersen, want we zijn gezielt op de richtige punt hierdoor. Dat namelijk was, dat immer vergeet, ook schon die geringe immer propageren, dan bij de nächste Gelegenheid daarom vergeet, dat is dat vernetzen denken. Dan heb je een Beispiel, wo niet vernetzt gedurcht bin. Dat is die kleine Foto van de enge Energiespur. Die Energiespur ist der größte Witz, den wir in der letzten Zeit abgefeiert haben. Und ich so nicht für wert. Das ist der Resonant aus à la portée von einem Kampf von 10 Jahren. Eine Energiespur wird abgefeiert für wert, weil sie Mama hützt nicht am Mittelhut pro Lassen wir ein Beispiel hören, mal 60 Kilowatt. Ne? Ein gewöhnliches Bier von früher wird von den 60 Kilowatt, 40 Kilowatt oder 50 Kilowatt hützt gemerkt. Also einfach schwer an 10% Blut. Ne? Bei einer Energiespur Blut kann ich so als Grundwert, ich möchte 50 Watt Blut an 10 Watt hetzt. Und da seht ihr, bravo, klappen Sie schneller, ich verbiete die einer, was schon an einer freien Masche nicht ganz gescheit ist. Ne? Und dann, so eine Schlüssel, ich habe es gemerkt, und auf hätte den nicht gemerkt, für viel Wert. Dann ist mir an einem normalen Haus, wie sie heute zu verstehen. Ich schütte mich an Lüte gereinigt weg und ich drehe mich neue Lüte an. Also nehme ich mich Lüte an Männer, oder nehme ich Lüte an Männer jetzt. Okay? Ich feiere mich nicht an mir zu behandeln. So, ich wüsste es nicht. So, dann heißt es okay. Ne? Und, das erbringt die Daten nicht. Dass ich die Daten gesehen habe. Und die reagiert. Und das ist ein Thermostat. Ne? Und ein Thermostat, der sagt, oh, eigentlich Metall. Und die merkt, dass von enger Source kommt kein Hitze mehr. Und da sind sie halt so ein bisschen rot. Das hat die gemerkt, für die elektrische Konsumation substituiert durch Gaskonsumation. Aber wenn die Bilder mischt, für den der eine sagt Mann und der andere sagt Mann, zum Zolt null. Das ist nicht bräuchte. Was aber bräuchte, das ist Quecksilber teils bräuchte. Quecksilber, die sich dann in die Krise kommen, weil wir früher etwas mit Quecksilber gemacht haben. Das war den gefährlichste Wortbewegung, den hat von allen Schwermetallen aus Quecksilber die gefährlichste. Ein Lob hat den Hellig gesprochen. Wenn man hilft, ein Lob bringt Leute. Ne? Ich bin persönlich nie, dass ich von Bresel komme. Also, ich bin noch nie so eine Verbeugung von Bresel vis-à-vis von pseudo-grängen Kapitalisten gesehen, wie die von Osram auf Philips. Das ist einfach unglaublich. Und durch als Gesetzer von wie nenne ich das? Das möchte also nicht haben. So ist das Solidarität und Naturgenas. Ne? Wie das so Institute, die gingen direkt Produktion von Energiesprodukten verbieten, also gehen sie gut in Taiwan, in China gemacht. Ne? Wenn ich die ganz schön geguckt habe, dass ich und der Krieg noch mal gesagt wird, verboten für die anderen Sachen zu kaufen. Ne? Das ist sehr vertraut. Aber ich glaube, man denkt, da käme ich noch. Aber wenn ich überhaupt die Spurlöte gegen Marsche toleriere, ich hatte sie immer von tolerieren, trotz ihrem Wechsel, da ging ich so in das Normalfair, dass ich ein Ökosteuer auf die einen Kinder erhebe, weil du musst gemerkt werden, ob die traditionell an die Antwerke werden, wie Preis Orbesmesser, darüber können wir schwätzen. Nee, so wie es losgegangen ist, das ist just ein Dunkel am vernetzten Denken, oder Pluto am nicht vernetzten Denken. Die nächste Piste ist der Paradox von Jevons. Jevons war ein englischer Ökonomist von 19. Jahrhundert, war der größte Ökonomist aus der viktorianischen Zeit, an dem wird das neue Phänomen von Dampfmaschinen observiert. Und wir hatten gesagt, ich hatte eigentlich noch eine Naivität vorgestellt, dass von Dampfmaschinen mehr effizient sind, weil ich konstatiere, nur Jour le Jour sind sie besser gewesen, der Rat war schon lange da, oder sind Successeur, wenn immer besser Dampfmaschinen gebaut, dann muss ja als Konsumation von Kohl, muss ja dann darauf gehen. Und das ist gut, weil dann nur Kohl für als internationale Flotte. Das hat man aber gemerkt, dass Maschinen mehr effizient sind,
de Kohlekonstellation in England zugeholt wird. Und das wird dann zu seinem berühmten Satz, demain plus une technologie devient efficient, plus la consommation in énergie augmente. No? Und das ist ein fähiger Paradox des Schiebens. Und das ist etwas, wo wir uns wirklich gut aufpassen, an das Vorgehen, das eigentlich ganz nichts erklären, wenn ich da wollen, wollen wir mal Auto, und sie gibt mir keine Dampfmaschine mehr. Weltweit, gucken wir mal weltweit, sind Auto mehr effizient, wo es früher 15 Liter gebraucht ist, sind es so 10 oder 5, das ist egal. Also muss die Konsumation von dem Auto, also die Emission von CO2 oder die Konsumation von Benzin muss hier hochkommen. Das ist auch nicht richtig, weil wenn ein Auto mehr effizient wird, wird eine Lampe mehr billig, wird dafür mehr Leute, wird damit gebaut, wird damit gebaut, wird sie mehr konsumieren. Ob schon die einzelnen Männer konsumieren. Das könnte ein Phänomen von der Paradox von Schieben ist, dass kein Energiegesetz oder Physik oder Chemisches Gesetz, das ist ein Gesetz von Societe, soziologisches Gesetz. Und da kann ich noch nach so ein Loh für die Ampullen und zu wenden, dass die Ampullen mehr effizient sind, weil ich immer mit die Hunger und Lust muss einfach den ganzen Tag brennen. Das brauche ich ja nicht mehr. Aber das ist der Fermo, das verbrauchen wir nicht. Dafür kann ich nie so eine schmale Technologie wie effizient, ohne etwas an den Drohnen zu suchen. Ich soll nochmal ein bisschen ein topisches Beispiel, wir können so ein kaufen mit kleinen und effizienten Autos, und dann ist die Politik so, was nicht möchte, und wir limitieren den, wir entdecken 12 von Autos zu nutzen. Da wäre es richtig. Ja? Muss ich immer etwas dabei suchen, kann ich nicht einfach so, wir machen mehr effizient. Auch bei den Eolienen wird man dann nicht Phänomen. Ihr werdet dann eine Eolien mehr effizient, ihr werdet dann mehr, wie man mehr zwischen mit der renewablen Energie umgeht. Du musst nicht den so, also machen wir es nicht teuer, dass die Leute aufpassen. Und da sind wir rum an einem dicken sozialen Problem. Dann stelle ich das nur vier. Bis früher, jüdische und amerikanische Umwelt, irgendwie gesagt, das ist ganz interessant, dass das ganze Ökologie, die Basis von der Ökologie ist amerikanisch. Ne? Nicht weil die Republikaner sind, die wir ja kennen, sondern weil die amerikanische Universität ist. Ne? Und alles wird schon in Zukunft nach wie vor sein, nicht mehr so, die kommen dann von amerikanischen Universitäten. Tragedy of the Commons, keine Tragedie der Kommunen, so. Ne? Das wären dann die Verfreier, die Stecker, die für alle Menschen da waren. Und wir haben immer ein soziales Gefühl, und da sind wir gesagt, da dürfen nicht nur die wohlhabenden Bauern ihre Stecker an ihre Wiese klotieren und dann die Armen, die nicht mehr gehen oder nicht mehr kommen, die haben nichts für sie weiter zu lassen. Also sind immer weitere, das waren Commons, sind mal durch, was das ging, und da konnten die armen Leute hier besser weiter lassen. Und die sind immer über weit gehen. Und die wären immer am schlechten Zustand, weil auf einem Konto keins wieder gekümmert. Das war das Problem. Alles, was kommen, ist verloddert. Das ist Tragedy of the Commons. Ne? Und Kommunen, das ist nicht nur ein Lohwiese, das steckt, das ist der Boden am Allgemeinen, das ist auch der Sussol, und das Luft, und das Wasser, das sind Nieren, und das Atmosphäre. Und ich loh, mein Leben kein Bild zu gucken, ne? Da so nicht mehr duckend, die Arroganz für den Auspuff auch noch zu verkromen, wo ihr ja wisst, dass es das Symbol aus von der Umwelt verknascht hat. Ne? Und ich meine nur noch doppelt für zu weisen, was für ein Zylindrisch ist. Ne? Das ist das, was ich gerne als Symbol will, von der Tragödie von gekommen. Ne? Das ist auch Kleinigkeit. Das, ich gehe mit einer Zigarette aus dem Auto und die Autobahn. Ich gehe in einer Seite. Die Autobahn ist ja gekommen, also durch eine Deponie. Wenn ich gucke, was zuletzt ist, ob die Autobahn noch in anderen Ländern, von Autobahnen an einem Moment von Tonnen von Dreck abgelöscht wird. Ne? Da gesagt ihr, dass die Tragödie der Kommunen, dass das kein Eideltour ist. Ich industriell ist das nämlich. Wenn ich von Afrika alles Eidelfische bin, als Japaner oder als Europäer oder als Amerikaner, dann sind ich auch am Sujet von Tragedy of the Commons. Das ist immer den Interesse individuell gegen den Bien commun. Dass die denken, am Doget viel zu viel, durch viel zu viel, dass sie nicht gegen die Laissez-faire, dass sie alle in allen Domänen mit Tut einfach nicht so sind.
En dan tekst van het is geen nucleair. Het is geen nucleair als niet nemen, is geheim een nucleaire drek op een terrein die mij eigenlijk niet geheert, in de ganse mensheid geheert. Maar ik evolueer nog naar die next generation. Maar toen gaat het komen, het gaat dan ook naar die next generation. Want als ik die nucleaire discussie leer, dan gaat het over alles beschwert. Maar over die hauptzaak gaat het niet beschwert, namelijk dat die radioactiviteit 3000 Generationen lang braucht, um aufzuklingen. Das ist ein Stück, 3000 Generationen. Ja? Die muss ich mir vorstellen, dass bis zur Römerzeit das sind 60 Generationen. Bis zu den Ägyptern sind 90 Generationen. Und dann schwätzt man von 3000 Generationen, die mit dem Dreck müssen einzigen, die radioaktiv ist, die wir an Ulm und Lund radioaktiv in die Industrie geht. Lebt zwei Generationen, ich kenne ja nicht mehr. Und zwar ging ich ja nicht mehr, weil nur mir können sie bloß gemerkt, wenn das nicht kostet, ne, wenn nicht den Einzelnen muss er mal bezahlen, wenn nur aufgerappt wird. Am Ende ist es ja ein gutes Beispiel, du gehst den aufgerappt seit 15 Jahren, und so nach ungefähr für 15 Jahren. Und das ist aber gebaut nach 5 Jahren. Das ist, weil kein Nogedurch tut, dass er etwas abbaut, was nicht radioaktiv ist, sondern dass er nur 20 Jahre etwas aufhaben muss, was voll radioaktiv ist. Der Nachbau ist nicht nur aufbau. Ja? Und da stelle ich mir vor, dass da hat die Kaste gerechnet. Die ging einfach der nächste Generation abgewehrt. Das ist dann finanziell Tragödie auf der Kopf. Den Heroin als ein ganz wichtiges Sujet an eigentlich total unbekannten Weg, das ist der amerikanische Petrolsbranche, nämlich Energy Return of Energy Invested. Wenn ich etwas baue, das soll Energie bringen. Wie viel Energie muss ich aufwenden, für, dass ich ja nur Energie rauskriege? Schon nur mal die Eolienne Beispiel. Wenn ich eine Eolienne baue, dann wird gesagt, ja, die Energie brauche ich für den Beton, für die Fundamente, für den Stuhl oder den Beton für den Mast, der Plastik für die Pallen, die drehen, den Koffer für den Dynamo, praktisch Generator, plus noch andere Materialien. Da geht geguckt, für die Herstelle brauche ich so viel CO2, und dann kann dann drin, geht gesagt, wo geht die Eolien 20 Jahre und dann Eolien schafft sie so viel und dann kriege ich so viel Energie raus. Da kriege ich, und da wird wie gesagt, Rechnung aus, weil ich kriege eine Fülle von mir Energie, wie ich da dran gesprochen habe, also als Zeit tiptop, das ist eine Win-Win-Situation. Aber das traurig, dass die Energie, die dran gesprochen ist, falsch berechnet bin. Also die ist ein ganz einfacher Grund, falsch gerechnet bin. Und ich will so einen schönen Lopallen, Pallen, die ich bräuchte mit einem Kamion. Da muss ich den Kamion einfach mal dran rechnen. Und nicht nur sein Benzin. Ich muss ja, wenn ich kein Kamion hätte, wie ging es denn sonst wohin, dann kriege ich riesiges Pallen. Ich kann ja nicht 5000 PS durchspannen. Ich bin nicht gut damit. Und da geht also der Kamion, muss gerechnet gehen. Und wenn der Kamion, dass man so an seinem aktiven Leben 500 zu Fährten muss, dann muss ein Pferd, muss rangerechnet gehen, auch zu seinem Material von dem Kamion. Und dann muss natürlich die Firma, die den Kamion gebaut hat, die hat alles so einen ganzen 100.000 Kamion gebaut, dann muss ich 100.000 von der Firma mit der Rakon an Theorien. Die sehen, du gehst nicht weiter weg. Sie sagen, du bist nass, wir müssen dem Jahr leiten, die Rechnung da guckt. Ne? Aber der Punkt ist, sie geht nicht gemerkt. Nun bleibe ich vor dem Schnau, bis sie 4 Uhr mit dem Chauffeur vom Kamion, die muss er besiegen, in dem Dach, wo er die Palle bringt. Also schafft der Bauer für den Sanieren. Also geht der Bauer sein ganz. Landwirtschaft geht zu einer Partie Congrue ran. Das geht natürlich nicht gerechnet. Und so muss ich sagen, die Zählen direkt, und da sagen die Zählen zu einem Hundertstel, sagen zu einem Tausendstel, sagen zu einem Hunderttausend, zu einem Millionstel. Ne? Da kann ich so nicht sehen, am Gang heute Spiegelschüsse zu sehen, man kleine Zählen. Das Problem ist, die kleinen Zählen, die multipliziert man, kann der viel Sinn. Ne? Und das ist dann, wenn ich fertig bin, dann nehme ich mich einen Faktor an der Energie, die ich brauche, für die Eolien zu bauen, und ich mich irrt vielleicht um 80%. Und dann ist Rechnung nicht mehr richtig, die ich mache, oder nicht mehr gut. Und das ist ein allgemeiner Fehler. Ich will nicht sagen, dass ich sind immer nicht gegen die Eolien. Ich will nicht sagen, dass ich bei den Eolien mit Aplomb ein Wett mache, dass sie nicht die Rendement hernehmen, den verbindenden Präkonisierung wird. Und da könnte man besonders dabei bei den Eolien
Und ich glaube, die größte Prachtbauer wie an der Nordsee, das haben sie noch festgestellt, was man so, die bauen, ich glaube, 30 Eolianen über die Quadratkilometer, ne? Das sind dann 1000 Eolianen. Und dann kommt die Wand aus der Richtung, ganz gut, die erste Reihe, die Wand, die zweite, die dritte Reihe, die vierte Reihe, die fünfte Reihe, kriegt schon mal eine Wand, weil die erste schon angefangen zu bremsen. Weil die Wand bremst, die Wand verliert sich Energie, die Wand haben eine Reolien als mehr los, wie die Wand von einer Reolien. Die geht nicht mit der nämlichen Vitesse durch die ganze Karte. Die hält auf. Und das Phänomen, dass die Wand aufgebremst wird, und dass von der enge Richtung kommt, dass die an der innersten Reihe stehen, nicht wie viel produzieren, das ist ein dicke Phänomen, den nur ich dort habe. Das ist nicht, dass es nicht produziert wird. Ich habe nicht nämlich, da haben wir noch als mit dem, die versprach genannt. Das sind Probleme. Für so ein Kalkül zu machen, wie ich ein bisschen ein Witz ja der Weiß bestimmt habe, kann man als Chauffeur, der noch nach muss bei der Koffer über den Zuchhaus vergehen, ne? Das können sich nicht weisen. Ne? Das ist die ROI-Rechnung, die praktisch nie gemerkt wird. Sie gehen nicht gemerkt, aber sie sind erst müssen wirklich viel, viel rechnen. Für alles praktisch. Ne? Und dafür wird einfach gesagt, wir schneiden einfach die Rechnung auf, wir wollen Material direkt, und hier berechnen wir mit ganzen Rattenschwanz die Hand durch und wird nicht berechnen. Das ist so. Das bei den Neogenen so, bei den Pellets, bei den Holzpellets, die in Hildwitz verbinden, das genau nämlich. Remenke, ist sie nicht gegen Holzpellets? Wie soll man das schon verstehen? Okay. Holzpellets, das ist gut, das sind da. Mit der Handmaß, mit dem die versprach, gibt viel Wert. Aber ja, ich gebe dich Holz aufhellen oder Holzbeben oder so aufhellen. Und dann müssen sie geschnitten gehen. Sie gehen geschnitten. Ich habe den Petrol, mit dem sie geschnitten gehen, nicht auf der Hand gesehen. Ne? Der Petrol, mit dem sie geschnitten gehen, geht den und elektrisch, geht das mit dran gerechnet. Auf diesem Pellets geht die Rechnung, das eben nicht mit der Hand. Ne? Mit Gesellschaft rechnet das mit der Hand. Weil sie nicht allein stehen, weil der Petrol muss importiert gehen. Dann bin ich so ein Erdmehl und da geht das gepresst, abpressen. Ja? Muss ich aber, das hätte ich kein Pellets. Ja, aber das ist aber meine Firma. Die Firma besteht aus Stahl, die Presse sind hier gestaltet. Sieht das, wo ich rauskomme. Ne? Und da gehen Pellets hingeschickt bei denen, den sie da verbrennt. Und dann muss man so ein Ding mit 100% Rendement davon hier. Aber wenn die ganze Gesellschaft gegen Holzpellets schaffen, da ging die Rechnung, die für die Verwirrung, die natürlich auf jeden Fall tauchen, ne? Ganz bedrohlich, und da ging der Gesicht, dass für die als 100% gut, dass man so durchgestellt sind, dass dann vielleicht nur 80% sind oder 70%. So, ne? Und dass man immer 30% Bücher dafür mitbricht, für das Ganze zu machen. Ne? Das sind eben die Rechnungen von der ROI, die nicht gemerkt werden. Für den Tram geht es das nämlich. Ich weiß nicht, ob man einen Tram braucht, und ich habe keine großen Menü dazu. Aber das ist schon was. So, ein Tram ist ja ein bisschen, wo die ROI-Rechnung gemerkt wird. Das ist evident, das wird gedacht, das gemerkt. Man kann ihn argumentieren, ein Tram ist ja nicht nur Energie, ein Tram ist ja auch. Kommodität, den kann ich nicht so rechnen. Das ist nein, mit der Energie, wie es da wenigstens gerechnet wird, das kann ich auch mal nicht so, oder besser als wie kann ich. Und da könnte man auch beim Tram noch ein bisschen Hypokrisie, weil dann die elektrische Importeure, aber zum größten Teil dann die elektrisch machen, die machen die Emissionen von CO2 an einem elektrischen Milieu, das ist nicht überraschend. Das ist der Teil, der weiß, wo viel höher man als Land das Problem von CO2, den man einfach rüber mal müssen und niemand diesen. Wir haben das nicht einfach. Dann zum Schluss die vier Gesetze von der Ökologie, die sind ganz schön, und die habe ich auch abgelöscht, und die Mengen wären Besson, und müsste ich speziell Lyrics, ne? Da kann ich aber nicht aufschreiben, ne? Die haben 6 Silben und die anderen 5 Silben, das sind sie gezielt. Also die sind von einem Berg gekommen, und den aus New York, von New York Universität, länger von der New York Universität, an den hört die Flottfeier sprechen, ich habe gesagt, und die haben dann so schön, die ich kurz kommentieren, dass den fundamentalen Axiom von der Ökologie, es kann eben nicht etwas machen. Es ist unmöglich, etwas zu machen. Ne? Kann man nicht mehr denken. Für zu denken, muss ich schon hier so viel drücken.
in einem Specken. Der zweite, das kann ich nicht wegkehren. Es gibt keine Wäsche. Das ist immer, auf unserem Planeten. Es gibt nicht teurer, dann trägt sich was zu gehen. Ne? Da liegt dann trägt sich was, was du aber noch immer du. Das ist nicht fort, das ist du. Dann trägt sich was. Ne? Und dann geht es auf den Müllanlag, ne? Und dann geht es verbrannt. Und bei den Getäschen, die sind du. Und dann geht CO2, und den ist auch nach Jahrhunderten an der Luft. Der dritte ist, Nature can't be fooled. Da komme ich noch zurück, also die Natur kann ich nicht haben, wo, das geht nicht. Ne? Und der dritte ist, der ist nur für Lunch, gibt nichts für nichts. An der Natur, ich schätze noch, an der Sozietät gibt doch nichts für nichts. In der Individuen gibt es Sachen, die für nichts sind. Kann ich irgendwann Dingsterweise, ich gehe in Kado, das kann ich für nichts nennen. Wie an der Gesellschaft, am Körper, am Korpus in der Gesellschaft, will ich nichts für nichts. Kann ich den Trafik für nichts machen, ob sie nicht nehmen, einfach. Ne? Das ist den Dummen an der Schein, den muss bezahlen. Voilà. Kann ich nicht etwas machen. Zum Beispiel kann ich nicht nur ein Buch lesen. Das ist kein Beispiel. Für was wir für diesen Fall ein bisschen eine Bahn im Gehege gehen und ein bisschen Drücker schwer zielgestellt gehen. Das muss ich machen. Aber nur muss pure Wäschgeheit gehen. Mit gibt keine richtige Wäsche, wie ich das gesagt habe. Man kann nicht so, ich meine, dann konsultieren nicht im Internet, da brauche ich kein Buch mehr. Ne? Alle Recherche auf Google kostet 10 Gramm CO2 ein bisschen. Das ist auch nicht so ohne. Das, wenn ihr das seht, mit den 7 Milliarden, aber 9 Milliarden hier sind dran, müsst ihr auch 1 Milliarde in Recherche, ne? Eng, wenn man ja, zu viel hat jemand damit, müssen wir eng, zu doch noch die Download-Songs, ne? Kannst du auch hier 10 Gramm oder der Grund, okay, wo kommen die 10 Gramm dann her? Ja, das fällt echt ein sehr Computer, geht man elektrisch, ne? Er geht nicht mit der Interstation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, das ist ja der Rolle freilich. Ne? Dann muss er dadurch etwas recherchieren, funktionieren so viele Server auf der ganzen Welt, wie viel weiß kein, an dem hat noch elektrisch eventuell der Süder 10 Grad. Also muss ich wirklich bei all den Sachen zu Leitlinien, die von gescheite Leute, guten Ökologisten ausgedrückt sind, die muss ich immer beherzigen. Das ist ganz wichtig. Ne? Auch von den Legislatoren, dass sie dann schauen, auf welche Gesetze, müssen sie wirklich durchdenken. Sollen nicht so einen großen Aufwand machen. Schön, sie doch schon genannt, mit Plastikstuten. Plastikstuten ist ein Milliardstel von unserem Problem. Ne? Das, ich weiß nicht, ob das richtig klar ist. Das fehlt nicht. Menge nicht. Die sagt, du, das kann ich sagen, nicht in Wäsche gehen, das tut sich aus den größten Expressionen an Nuklear. Ne? Die können Radioaktivität nicht in Wäsche gehen. Ne? Die Franzosen, da finden wir von einer hypokritischen Nation, an dem du, so mit der Franzosen hypokrit, nicht so, da so nicht eben der Rivera ist hypokrit. Du fließen alle so viele hunderten Tonnen an Sibirien, weil sie mit denen ein Aufkommen gemacht haben, und da sind die Anwohner. Da gibt es zwei so schöne Sibirische Stiere, die eigentlich Omsk, die haben Tomsk. Ne? Das war ein Prisonsstier von Zaren früher, um weh für die Schreffe in Sibirien. Und da haben sie sich ein neues Ding entdeckt, durch da gehen sie den anderen Leuten hier radioaktiv auffallen. Und sie gehen nicht froh. Und radioaktiv auffallen, das ist wirklich, das steht schon mal rein, durch die 3000 Generationen, das ist, darum merkt man, dass sie nicht kann, wegkehren. Am richtigen Sinn vom Wort, am philosophischen Sinn zum Wort. Nature knows best, Natur hat eigentlich immer recht. Für das ist nicht nur ein Werksprüchelchen, pseudophilosophisch gebradelt. Ne? Mit dem Text, Natur hat immer recht, Natur funktioniert an Zyklen. Das alles an einem Kreislauf, den Phosphor-Kreislauf, den Stickstoff-Kreislauf, den wird sich angestellt, lange in München gesehen, aber München ändert das nicht. Aber wenn man ihn etwas mischt, natürlich drin nicht lieber. Das ist ganz klar, und da kriegt ihn drüber gut. Schön nochmal ein Beispiel, schön nicht die duale Ruhe, schön einfach mal ein pflanzende Baum. Mit dem Hammergedanken, Natur hat den CO2 von meinem knaschten Auto absorbiert, so, und mischt Baum draus. Ne? Baum absorbiert. Der Baum ist gut genug für mein Knast zu absorbieren.
Dat is een trugschluss. Of andere politieke gezitten, bensen doorsnijden van een meijer hectare ongepflanst met bus. Gewoon is dat zo, de bus had zich verdroes al nu geklongen, de baan hult zijn CO2 uit de lucht. De baan besteedt uit gas. De baan besteedt niet uit dem wat uit de bodem, maar het hult nämlich uit het water, zo goed wie neus uit de bodem, een beetje verzaden, een beetje stikstof. Wie van de vrienden in een steht, die 2 tonnen weit. Dann hast du 1 Tonnen Wasser, was dann gar nicht ist, du fließt dann 1 Tonnen zum einfach nur Materie, ich sehe so schön Holzmaterial, ne? Und den hast du ganz aus der Luft. Der Baum absorbiert die Materie aus der Luft. Und dann schickt der Baum gerade in Bredorhofe, wie es irgendwann stirbt, aber was geschieht man da? Befreut. Aber was geschieht mit dem Fäulnis? Geht zurück an die Atmosphäre. Du hast nichts zu neues dabei. Schau dir 10 gute Gründe für Beben zu pflanzen. Versteht mich nicht falsch. Es gibt Fauna, es gibt Flora, es gibt Kaveschen, es gibt Pilzen am Boden gefavorisiert, der Boden geht besser, das Wasser wird besser absorbiert, alles ganz gut und dafür sollen Beben gepflanzt gehen. Wir sollen das kein Grund für zu mengen, das wäre gut für Eisen CO2 zu absorbieren. Das gibt nicht gemacht. Natuur, dat ook kost me zo'n 500 miljarden aan vrijwoord van Pindus en huis uit de atmosfeer, dan emetteert dan eerst aan een wanter 500 miljarden tonnen trek. En ijs komen door daarbij. Dat is het probleem. En dat zien we als die stof die zo opgekomen is. Leider wees ik dat er toen een conferentie werd. Los de laatste, er is nu free lunch, get nest je nest. Das ist ein ganz wichtiger Affair. Das sind sich wirklich, das gibt für verschiedene Politiker, das kriegt dafür nicht. Das macht Sinn, das macht sich für Stimmen zu kriegen. Oder der Geschäftsmann, der sich nicht von der Tat kriegt, kriegt dafür nicht. Und jeder schon Absicht haben drückt. Das gibt nicht für nicht. Das muss ich wirklich auch, was dafür habe ich schon drüber geschrieben. Was ganz wichtig ist, schon erfahre ich da beschrieben, il y a un coup à ignorer le coup. Muss ich sich nicht viel machen, das ist die wichtige Dinge. Das ist wie Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann kann nicht ein Geschäft gratis machen, er kriegt nicht Klienten gratis, er muss ein Risiko abholen, das kommt auch bei null. Er kann kein Geschäft machen, kann ihn nicht abholen, ohne Risiko. Das Risiko als Counterparty funktioniert. Und so ist es in allen Domänen. Also und so ist es doch im Domain von der Energie, von der Ökologie und noch von der Gesellschaft. Da komme ich auf den Schlüssel, du hast bei der letzten Slide, kommen noch meine, wieso die Worte oder der bekannteste Roman ist der Candide, und der Candide schließt auf den Dingen, das heißt, il faut cultiver notre jardin. Das ist ja ein philosophischer, besinnlicher Roman, und dafür übersetzt nicht den, anfang von der Energie, von dem Environnement, von der Sozietät, il faut cultiver notre matière grise, das ist ein kleines Jardin. Und il y a un coup à ignorer le coup. Voilà, tout repas, je vais dire, je t'en remercie.